Hallo Leute, in diesem Video geht es um die Serie Arrow, Staffel 4, Episode 23 mit dem Titel Schism oder zu Deutsch sehr wahrscheinlich jedenfalls Schisma, was so viel bedeutet wie die Spaltung oder Teilung einer etablierten, ja im wörtlichen Sinne heißt es eigentlich Glaubensgemeinschaft oder es geht auch irgendwie als einer Gruppe sozusagen und genau daraufhin zielte ja dann das Ende dieser Episode, darum ging es jedenfalls und wie sind wir eigentlich da hingekommen, was ist passiert diese Staffel, das war ja wahnsinnig interessant. Die ganze Staffel war im Wesentlichen sehr, sehr düster und das liegt einfach schon an dem großen Bösewicht im Laufe dieser Staffel. Bekannt als Damien Dark und sein Name verrät es einfach, die Staffel war sehr dark, also dunkel und finster und wir hatten viel mit Magie zu tun. Das war so ein bisschen mehr schon fast in Richtung Flash angehaucht, denn dort haben wir es natürlich durch die Fähigkeiten der Metawesen mit übernatürlichen Kräften zu tun und ich will meine neben der extraordinären Stärke eines Deathstroke ja, oder anderen Leuten eben, die hier, beziehungsweise der League of Assassins zum Beispiel, die waren schon krass mächtig und wir hatten schon so magische Aspekte mit da drin, aber Damien Dark hat das Ganze auf ein völlig neues Niveau gebracht und dementsprechend war das Ganze schon eine sehr, sehr finstere Staffel. Nach wie vor haben mich natürlich, ich sag's oft genug und ich sag's jetzt auch wieder, diese Rückblenden abgefuckt. Erste, zweite Staffel waren die wirklich spitzenmäßig. Jetzt dritte und in der vierten noch schlimmer haben sie sowas von abgebaut, dass ich sagen muss, hey, ich würde am liebsten völlig drauf verzichten. Und in dieser finalen Episode hat das nochmal so ein bisschen Überhand genommen. Und jetzt geht es damit wohl in der nächsten Staffel übrigens nach Russland, falls ihr das hier nicht mitbekommen habt. Aber außen vor wurde das eben auch schon angekündigt. Und man bemüht sich das hier nochmal wirklich zu einem wunderbaren und guten Abschluss zu bringen. Denn eigentlich müsste es ja nach der fünften Staffel damit aufhören. Denn vor 5 Jahren bin ich auf dieser Insel verschollen. So ungefähr war ja so das Zitat aus der ersten Staffel, als Oliver Queen dann eben auf dieser Insel verschollen ist. 5 Jahre lang hat er irgendwie in der Vergangenheit verbracht. Das heißt, eine Staffel nur noch. Und dann haben wir das zumindest hinter uns. Wobei, wie gesagt, eigentlich wurde angekündigt, das soll wohl großartig werden. Und dabei können wir dann auch wahrscheinlich erfahren, wie es Oliver Queen geschafft hat, Russisch zu lernen. Denn der hatte ja auch so seine Verknüpfung, sein Netz an die russische Untergrundorganisation, wenn nicht Mafia. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall, weiter geht's eben. Damien Dark wurde Stück für Stück bekämpft. Dann hatten sie ihn schon fast einmal erledigt. Dann wollten sie ihn aber ganz normal eben hinter Gitter bringen, weil das sich so gehört. Und haben zumindest seine Kräfte geraubt. Aber auch der hat eben sein großes Netz, seine loyalen Anhänger und unter anderem hier Malcolm Merlyn, den ich absolut nicht mehr verstehen kann. Ey Leute, was geht mit dem? Dann ist er mal, okay, dann arbeitet er doch ein bisschen mit Arrow zusammen, also mit Oliver Queen und dann wieder nicht. Dann hilft er Damien Dark und ist er dem gegenüber total loyal, wo man sich denkt, Alter, bist du bescheuert oder was? Und dann natürlich aber alles immer im Sinne seiner Tochter und dann kämpft er aber gegen die und ich drehe durch, wenn es um Malcolm Merlyn geht. Er ist ein ziemlich cooler Charakter, so gesehen, aber von der Persönlichkeit her blicke ich nicht mehr durch. Ich weiß es nicht. Also den Charakter habe ich längst abgeschrieben und dementsprechend lasse ich den jetzt auch außen vor. Stattdessen haben wir hier eben einen Oliver Queen, der sich bemüht hatte, Bürgermeister zu werden, aber das Ganze dann eben unter Erpressung natürlich wieder hat sein lassen und abgegeben an Damien Darks Frau. Die ist im Laufe der letzten Episode gestorben, genauso wie Damien Darks eigentlicher Plan eben, die komplette Welt auszulöschen, außer ein paar ausgewählten Menschen, die er dann in dieser untergrundgeschützten Höhle, wie auch immer, diesem riesigen Bau dann hier irgendwie beschützt und mit denen dann quasi die Erde neu aufleben lassen will, das gibt's dann alles nicht mehr. Jedenfalls war das der Plan. Und jetzt, wo seine Frau gestorben ist und er sein Ziel verloren hat, hat er sich gesagt, ach komm, weißt du, ich kann auch meine Tochter so nicht, geht ja nicht, ne, also jetzt ohne Mutti und nee, also komm, machen wir sie alle platt. Einfach alle, einfach alles, pff, alle wegmachen. Krass übertrieben finde ich den, auch leicht geisteskranke Tendenzen. Ich meine, ja gut, sowas haben halt diese Bösewichte in diesen Heldenserien eben so an sich. Und dementsprechend war das schon eine ziemlich krasse Folge, wie sie ihn wirklich nach und nach immer wieder schon bekämpft hatten in der Vergangenheit. Und auch jetzt haben sie es dann wieder geschafft, ihn zu besiegen. Und ich muss sagen, mir hat auch diese Ansprache von Oliver Queen hier auf diesem Taxi so wahnsinnig gut gefallen. Sie hat nicht nur die einfachen Menschen hier in Star City inspiriert, sondern eben auch seine eigenen Freunde, die hier ebenfalls deutlich motiviert dann nochmal in diese finale Schlacht hineingegangen sind. Und auch wieder hier unglaublich knapp natürlich, als Felicity und Curtis diese Atomrakete da auf dem letzten Drücker noch weggeschickt haben. Die Frage ist, wo geht die hin? Wo explodiert dann eigentlich so eine Rakete? Schicken wir sie einfach ins All. Fand ich eine super Idee. Klar, da so bei den ganzen Scheiß auch wieder los. Und
Trotzdem wurde es ja irgendwo eng und gefährlich und Oliver Queen stellt sich dann, also Arrow stellt sich dann Damien Dark und plötzlich hat er die ganze Stadt auf seiner Seite. Immer wieder muss man natürlich anmerken, dass die Soldaten von Damien Dark oder von Hive dann, diese Ghosts, so nennt man die ja, die Geister, was für unglaublich schlechte Soldaten das sind. Ich meine, die lassen sich andauernd vermöbeln, ein paar Treffer und die liegen dann immer K.O. am Boden. Es braucht immer 50.000 von denen. Jetzt kam natürlich eben in der finalen Folge gerade diese Übermacht an Menschen aus der Stadt. Das hat mir auch richtig gefallen einfach mal, dass dann alle so euphorisch waren, gesagt haben, wir schaffen das, wir stehen auch diese Krise durch. Wir hatten am Anfang das Erdbeben, dann, ach Gott, Deathstroke, der hier die ganze Stadt eingenommen hat und Stück für Stück und die Stadt hat sich immer wieder davon erholt. Das war einfach wundervoll gemacht und einfach dieser ganze Zusammenhalt eben von allen und dann am Ende eben wohlverdient und eigentlich auch fast abzusehen, dass Oliver Queen hier jetzt dann doch zum Bürgermeister ernannt wird, zumindest vorläufig, bis dann im August endlich die Wahlen losgehen. Im Oktober wird die Serie dann wieder fortgesetzt für uns, das heißt, wir bekommen dann vermutlich in den ersten paar Folgen einfach diese Wahlen zu sehen, es wird dann um diese Kampagne gehen. Und jetzt nochmal kurz zum eigentlichen Titel und Thema dieser Folge, Schism. Am Ende haben sie dann alle gesagt, okay, wir brauchen eine Pause, Thea zieht sich zurück, John Diggle zieht sich zurück, alle jetzt so ein bisschen Netflix and Chill, wahrscheinlich, keine Ahnung, Binge-Watching diverser Serien dürfte jetzt der Fall sein. Und dann ist Oliver Queen eben ganz alleine mit Felicity in dieser Arrow-Höhle gewesen und die beiden dann haben jetzt erstmal einiges vor sich, erstmal natürlich die Höhle wieder aufräumen, wieder aufbauen, sie stehen da vor den Uniformen, vor den Anzügen, die sie da haben und ja, jetzt heißt es halt erstmal alles wieder aufbauen. Das heißt für mich eben, die ersten paar Episoden wird dann die Geschichte so ein bisschen geteilt sein. Einerseits eben um ihn als Green Arrow, damit wird er nicht aufhören. Gleichzeitig aber eben auch viel Zeit dann als Bürgermeister eben, dass auch darauf der Fokus gelegt wird, dass man jetzt hier Stück für Stück eben die Gruppe wieder zusammenführt und gleichzeitig halt den neuen Feind, den großen Villain, so heißt das im Englischen, dann vorstellt. Kleine Bestätigung vorab vom Sender, er soll keine übernatürlichen Kräfte besitzen, wie sie Damien Dark jetzt hat. Das wird auch kein Metawesen sein und dementsprechend muss er einige überraschende Tricks und Wendungen, sonst was hier mitbringen, um natürlich dem Ganzen eine ordentliche Würze zu verleihen, will ich. Ich glaube, so habe ich das ganz gut ausgedrückt, hoffe ich. Sodass dann natürlich auch die nächste Staffel weiterhin irgendwie spannend und interessant sein wird, bleiben wird. Was mich immer wieder so ein bisschen ärgert, ist natürlich, dass eben mit fortlaufender Zeit viele Serien eben an Budget verlieren, dass sie dann sich nicht mehr ganz so viel leisten können. Man merkt einfach, die Special Effects sind weniger geworden, deutlich weniger im Vergleich zu The Flash natürlich. Und trotzdem war diese Episode einfach mega cool, wie Damien Dark am Anfang diesen Pfeil vor seinem Kopf hat explodieren lassen und all solche Dinge einfach. Es hat einfach Spaß gemacht. Auch diese Folge, dieses Finale war einfach super. Ich bin sehr, sehr zufrieden dann auch im Gesamten mit dieser Staffel. Wie gesagt, nur die Rückblenden würde ich gern rausschneiden und schon die ein oder andere Filler-Folge. Auch, dass wir hier zum Ende hin natürlich jemanden verloren haben wie Laurel Lance. Auch das nimmt mit und daher erwarte ich, dass diese andere junge Frau, Evelyn Harper hieß sie, glaube ich. Oh Gott, war das jetzt genau dieselbe Name wie aus Two and a Half Men? Jetzt muss ich gerade, ich glaube, die hieß Evelyn. Oh Gott, auf jeden Fall die dann als Black Canary aufgetreten ist. Sie hat zwar nicht den Namen übernommen, aber ich denke, sie wird auch zumindest ein paar Folgen auftreten. Sie wird nicht komplett Laurel Lance hier ersetzen und ich denke nicht, dass man auf ihrem Vermächtnis da drauf rumtrampeln möchte. Und trotzdem wird auch die vermutlich ein paar Szenen mitspielen. So hoffe ich genau dasselbe natürlich auch für diesen Charakter Vixen, diese Frau, die auch magische Fähigkeiten besitzt und dass auch solche Charaktere auch immer wieder mal zumindest kurz eingebunden werden, Gastauftritte eben haben und am meisten freue ich mich halt dann auf das ganz große Crossover nächstes Jahr. Das wird super interessant. Ich bin mordsmäßig gespannt, wie die Serie sich dann entwickelt, wie sie fortgesetzt wird und ich hoffe, euch geht's genauso. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was hat euch besonders gut gefallen in der gesamten Staffel? Was fandet ihr absolut scheiße? Ich meine, wie steht ihr zu dem Verlust von Laurel Lance jetzt so im Gesamten? Wie fandet ihr das Ende, diesen Abschluss? Diese Niederlage von Damien Dark, wie er ihn jetzt besiegt hat und am Ende wirklich endlich wieder ermordet hat, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Ist auch ein interessantes Thema einfach mal, dass er ihn jetzt endlich wieder getötet hat und dass er mit diesem Hauch Dunkelheit in sich jetzt leben muss. Das ist einfach Teil eines Helden, dass er eben auch so ein bisschen Dunkelheit in sich hat, aber das eben auch irgendwie nicht benutzen soll, aber halt dieses Vorhandensein auch akzeptiert und damit umzugehen weiß. Das ist einfach ein Teil des Ganzen und dass jemand wie Damien Dark am Ende dann doch irgendwo sterben muss, das ist so die Botschaft auch in dieser Folge, meine ich jedenfalls. Und
Das ist, haben sie wirklich wundervoll umgesetzt. Und jetzt bitte nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr dahin runterscrollt, lasst noch einen Daumen nach oben da. Und wem es gefällt, abonniert den Held. Ich hoffe, ihr habt noch meine Flash-Review gesehen. Ansonsten dann gibt es demnächst noch was zu Supernatural. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.